Dann kommen wir nun zum Punkt 13, einer Großen Anfrage. Sie kommen sowieso dran, ob Sie wollen oder nicht. Große Anfrage der Abg. Schott, DIE LINKE und Fraktion betreffend Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 63 StGB in Hessen, Drucksache 19/31 zu Drucksache 19/20/48. Wie üblich 10 Minuten Redezeit. Frau Kollegin Schott, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bei dieser Antwort auf unsere Große Anfrage sollten wir gemäß dem Motto handeln, lass uns lieber über Dinge reden, über die nichts gesagt wurde. Ansonsten wären wir auch schnell fertig. Die Anfrage hat eineinviertel Jahre auf dem Rücken. Die Antwort der Landesregierung ist vom Februar dieses Jahres. Dann wurde sie von Sitzung zu Sitzung verschoben. Somit hatten wir genug Zeit, ich insbesondere, mich von der Qualität der Nichtantworten zu erholen, bevor ich hier anfangen würde, unparlamentarisch über so eine Art zu antworten zu reden. 16 Fragen wurden überhaupt nicht beantwortet. Das ist fast ein Viertel der gestellten Fragen. Was ist der Hintergrund dieser Antwortenverweigerung? Ist der Aufwand zu hoch, zu überprüfen, wie der Staat mit Menschen umgeht, die nach einer Straftat aufgrund ihrer Erkrankung in ein geschlossenes, abgesichertes System Krankenhaus unterbringt? Und dies meist viel länger, als sie wegen ihrer Straftat im Gefängnis hätten bleiben müssen? Ist es die Tatsache, dass es sich hier nur um knapp 500 Personen handelt, die aktuell im Maßregelvollzug untergebracht sind? Wobei es auch in diesen Einrichtungen durchaus Fluktuation gibt, weil es schon vorkommen kann, dass jemand ins Gefängnis zurückverlegt wird oder manchmal sogar in Freiheit entlassen wird. Aber selbst wenn es nur 500 Personen sind, der Grundrechtseingriff, der Maßregelvollzug erfolgt, ist ein entscheidender. Und dabei haben wir nur nach den Personen gefragt, die aufgrund ihrer Schuldunfähigkeit oder verminderter Schuldfähigkeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht sind. Mit dem Maßregelvollzug geht einer der schwersten Grundrechts- und Menschenrechtseingriffe überhaupt einher, der Freiheitsentzug auf unabsehbare Zeit. Und dieser macht es nach Ansicht der Landesregierung nicht nötig, Übersichten und Statistiken zu führen. Dieser macht es nicht nötig, festzustellen, wie überhaupt mit diesem Mittel und seinen Konsequenzen umgegangen wird. Ich finde das schon ganz schön bemerkenswert. Sie sehen mich einigermaßen fassungslos an dieser Stelle. Dies ist eines Rechtsstaates nicht würdig. Ich möchte noch einmal den ersten Staatenbericht Deutschland der 13. Tagung des Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderung der Vereinten Nationen zitieren. Und ich mache es langsam und deutlich, damit es wirklich jeder mitkriegt. Der Ausschuss ist tief besorgt darüber, dass der Vertragsstaat die Verwendung körperlicher und chemischer Freiheitseinschränkungen, die Absonderung anderer schädlicher Praktiken nicht als Folterhandlung anerkennt. Folterhandlung steht hier. Er ist fernerhin besorgt über die Verwendung körperlicher und chemischer Freiheitseinschränkungen, insbesondere bei Personen mit psychosozialen Behinderungen in Einrichtungen und älteren Menschen in Pflegeheimen. Ich meine, das müssen wir uns anhören. Und dann gibt es hier ein Weiter-so, und wir haben noch nicht einmal eine Ahnung, wie es ausgestaltet ist. Im letzten Jahr wurde ein Gesetz zum Maßregelvollzug im Hessischen Landtag verabschiedet. Seitdem müssen die Gründe für die Anordnung einer Maßnahme, das Vorliegen der Voraussetzungen sowie die ergriffenen Maßnahmen einschließlich ihres Zwangscharakters, der Durchsetzungsweise, der Wirkungsüberwachung sowie der Untersuchungs- und Behandlungsverlauf dokumentiert werden. Außerdem steht darin, dass dies der Genehmigung durch die Fachaufsicht bedarf. Mit Recht könnten Sie jetzt entgegnen, dass diese Regelung erst seit 2015 gilt. Aber er wird nicht so viel entgegnen, er hört mir eh nicht zu. Allerdings gab es auch bei den Vorgängergesetzen durchaus Eingriffe der Einrichtungen, die von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden mussten. Dies galt bei der Einzelunterbringung bzw. unausgesetzten Absonderung. Ab einem Monat war die Zustimmung der Aufsichtsbehörde erforderlich. Gibt es dazu keine Daten im Sozialministerium? Oder warum wurde die diesbezügliche Frage 7 aus dem Abschnitt 5 mit dem Hinweis auf nicht vertretbaren Aufwand abgetan? Das muss mir schon einmal jemand erklären. Aber auch darüber hinaus hat der Sozialminister die Fachaufsicht.
Wie führen Sie diese aus, wenn Sie vieles nicht wissen, weil Sie nicht danach fragen? Als Fachaufsichtsbehörde waren Sie auch bei der alten Gesetzgebung berechtigt, allgemeine Weisungen zu treffen. Auch wenn wir Sie hier sicherlich nicht aus der Verantwortung entlassen, werden wir besonders darauf schauen, wie die Aufsicht unter der neuen Gesetzeslage denn nun funktioniert. Jetzt komme ich zu den Fragen, die mindestens teilweise beantwortet wurden. Wenn wir uns die Anzahl der Menschen betrachten, die nach § 63 Strafgesetzbuch untergebracht sind, fällt eine kontinuierliche Steigerung auf. Wir können schon fast von einer Verdopplung innerhalb von 20 Jahren sprechen. Hier muss man sich doch als Gesellschaft einmal fragen, weshalb passiert das? Gibt es mehr Menschen, die statt im Gefängnis in der Forensik landen, weil ihre psychischen Erkrankungen erkannt worden ist? Das wäre ja gut. Oder sind die Gefängnisse weniger in der Lage, mit Menschen umzugehen, die eine psychische Beeinträchtigung haben? Obwohl ein großer Teil der Gefangenen darunter leidet, sind die therapeutischen Angebote in den Justizvollzugsanstalten bei Weitem nicht ausreichend. Das wissen wir hinlänglich. Und dies, obwohl die Rückfallwahrscheinlichkeit nach einer Therapie statistisch deutlich sinkt. Und die Bedingungen, unter denen Therapie im Vollzug stattfindet, sind auch höchst fragwürdig. Erhebungen, die von 50% weniger Rückfällen bei Sexualstraftätern sprechen, sind doch schon beeindruckend. Die gestiegene Zahl von Untergebrachten nach § 63 Strafgesetzbuch lässt uns auch an den präventiven Maßnahmen zweifeln. Und dies, obwohl es heute viel bessere und wirksame psychotherapeutische Möglichkeiten gibt, als das früher der Fall war. Sie müssten aber auch zur Verfügung stehen. Da haben wir am gestrigen Tag schon einmal darüber geredet. Parallel zu der steigenden Anzahl an Untergebrachten hat sich in den letzten 6 Jahren, in denen die Daten vorliegen, die Anzahl der Ärzte und Ärztinnen aber um 30% verringert. Auch das Pflegepersonal ist nicht so gestiegen, dass dies ausgeglichen worden wäre. Gleichzeitig sind die Tagessätze in 5 Jahren um 17% gestiegen. Das können ja wohl nicht die Sachkosten sein, die hier zu Buche schlagen. Um Missverständnisse auszuschließen, wir fragen danach, ob der Einsatz der Mittel im Maßregelvollzug sinnvoll ist. Wir fragen, ob es keine Anreize für längere Unterbringung gibt als notwendig. Wir wollen nicht die zum Teil besseren Personalschlüssel und die Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kritisieren, nur um das deutlich zu machen und dem ganz sicher kommenden Vorwurf entgegenzuwirken. Das liegt uns nämlich wirklich fern. Wir fragen uns eher, ob die Anzahl der Psychologinnen und Psychologen ausreichend ist. Aber dazu haben wir überhaupt keine Daten auf Fragen 5 und 6 erhalten, wie viele vorhanden sind. Wobei es hier erforderlich wäre, zu wissen, wie viele Therapieangebote es in den Einrichtungen gibt und wie sie von den Untergebrachten genutzt werden kann. Denn es geht hier schließlich darum, dass diese Menschen eine Therapie machen. Deshalb sind sie in dieser Einrichtung, und ich sage das jetzt einmal, weggesperrt. Und wenn dann die Möglichkeit nicht besteht und die Statistik hier noch nicht einmal ergibt, wie viele von den Ärzten Therapeuten im Psychotherapeuten sind, dann kann man diese Frage nicht beantworten. Wie kann man denn einem Menschen, der eine Straftat begangen ist und aufgrund seiner Erkrankung behindert und schuldunfähig ist, anders helfen als durch Behandlung? Dann muss diese Behandlung aber auch stattfinden können. Deshalb ist er in diesem Krankenhaus. Am Geld scheint es nicht zu liegen, da die Kliniken wohl auch Gewinne erwirtschaften und auch Gelder in den Maßregelvollzug fließen. Der Personalschlüssel hört sich scheinbar gut an, wird aber nicht umgesetzt. Es fehlen in den 4 Einrichtungen ca. 12 Ärztinnen und Ärzte, das ist ein Drittel. Beim medizinisch-technischen und beim Funktionsdienst fehlen 20 Personen. Beim Pflegedienst fehlen die Zahlen, um das zu beurteilen. Nicht ohne Grund wurde der § 63 des Strafgesetzbuches vor Kurzem reformiert. Nicht unbedingt zu unserer Zufriedenheit, das muss ich auch sagen. Deshalb hat sich unsere Fraktion wie die Fraktion der GRÜNEN im Bundestag bei der Entscheidung darüber enthalten. Die Änderung geschah aus der Erkenntnis, dass immer mehr und immer länger Menschen im Maßregelvollzug sitzen müssen. Und in der Debatte gab es den Verweis der CDU an die GRÜNEN, die Qualität der Unterbringung, es wäre schon schön, Sie würden auch zuhören. Ich rede gerade mit Ihnen. Aber es ist irgendwie in diesem Haus nicht üblich, dass die Regierung irgendjemandem zuhört. Schon bedauerlich.
Ich bin hier nicht eingeschnappt. Ich stelle sachlich fest, dass wir hier ein wichtiges Thema erörtern und die angesprochenen Menschen, die hier Regierungsverantwortung tragen, es, und ich entschuldige mich nicht für den Ausdruck, einen Scheiß dafür interessieren. Das ist doch wahr. Es ist doch wirklich eine Farce, wenn wir hier stehen und ein Thema besprechen, ich Sie dreimal anspreche und niemand aus der grünen Fraktion überhaupt nur eine Sekunde zuhört. Vielleicht wachen Sie bei Kraftausdrücken auf. Ja, ist doch hilfreich. Das kann auch an der Rednerin liegen, das will ich nicht bestreiten, aber deswegen hat man mindestens inhaltlich zuzuhören. Und es ist durchaus so, dass es hier ein bisschen das entscheiden Sie immer noch selber. Da spricht wieder die Arroganz. Sie sollten hier zuhören, weil das Ihre Aufgabe ist, hier zuzuhören. Meine Damen und Herren, man kann vieles merken, nur ob einer zuhört oder nicht, das merke ich von hier oben nicht. Deswegen ist das eine persönliche Einschätzung von der Kollegin. Sie haben weiterhin das Wort. Also, die GRÜNEN haben im Bundestag kritisiert, wie die Ausführung ist. Da musste dann doch die CDU im Bundestag Sie darauf hinweisen, dass die Qualität der Ausführung bei den Ländern ist und dass die GRÜNEN doch in einigen Ländern auch etwas mitzureden haben. Also, Sie sollten sich dann einmal einigen, ob Sie im Bund etwas kritisieren, was Sie hier im Land nicht hinkriegen. Gerade die Obergrenze der Unterbringung bei weniger schwerwiegenden Gefahren bei 6 bis 10 Jahren sollte zur Überprüfung amtlicherseits in allen Fällen dienen, in denen der Untergebrachte bereits länger im Maßregelvollzug ist. Auch die Auswahl der Gutachter muss sorgfältiger erfolgen. Es kann nicht sein, dass immer dieselben Gutachter zu immer denselben Ergebnissen kommen. Ein Mensch, der so lange in einer solchen Einrichtung ist, muss die Chance haben, auch einmal von einem anderen Gutachter begutachtet zu werden. Aber lassen Sie uns zu den Rechten der Untergebrachten kommen. Ob Patientenverfügungen immer Beachtung finden, bezweifle ich, da ich auch dazu schon anderes erfahren habe. Ein ständiges Ärgernis in den Einrichtungen des Maßregelvollzugs ist die Annahme von Post, die Besuche, die Telefonate, die Wahrung des Postgeheimnisses und der Zugang zu Informationen. Nur damit Sie sich das vorstellen können, schildere ich Ihnen das Vorgehen an einer Klinik mit der Annahme von Paketen oder Päckchen. Der oder die Untergebrachte muss im Vorhinein den Empfang des Paketes und aller Inhaltsstoffe beantragen. Wenn dies nicht passiert, wird die Annahme verweigert und mit diesem Vermerk das Paket zurückgeschickt, ohne den untergebrachten Menschen davon zu informieren. Verwandte oder Bekannte können nur ein Geschenk machen, wenn sie dem Untergebrachten vorher detailliert mitteilen, was sie ihm denn schenken wollen und was sie in das Paket legen. Für Untergebrachte entstehen dabei dann am Ende auch noch Kosten, weil sie für Kopien bezahlen muss. Frau Kollegin, Ihre Redezeit ist zu Ende. Okay, also es geht noch weiter über Telefonkosten und andere Dinge. Und ich finde, insgesamt ist diese Anfrage so schlecht beantwortet und die Reaktion hier im Haus so eindeutig, dass man sagen muss, man muss wirklich Sorge haben um diese 500 Menschen, die hier in diesem Land weggesperrt sind. Das Wort hat die Abg. Frau Klaff-Isselmann für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Psychische Erkrankungen sind eine traurige, aber unumstößliche Realität. Bei allem Respekt für die Besorgnis der Kollegin dürfen wir nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die aufgrund ihrer Erkrankung ihr Leben nicht alleine meistern können und die damit die Verantwortung für sich und ihre Taten nicht tragen können. Menschen, deren Leiden sie zu einer Gefahr macht, eine Gefahr für sich selbst und für ihre Mitmenschen. Es ist unsere Pflicht, die Verantwortung für jene Menschen zu übernehmen, die diese Verantwortung nicht selbst tragen können. Es ist unsere Pflicht, diejenigen zu schützen, die Schutz brauchen, und denjenigen zu helfen, die Hilfe brauchen. Es ist unsere Pflicht, im Sinne derjenigen zu handeln, die selbst dazu nicht in der Lage sind. Wie geht man fair und gerecht in solchen Fällen vor? Wie schützt man sowohl Betroffene als auch ihre Umgebung? Wie sieht Gerechtigkeit aus, wenn Schuldfähigkeit ausgeschlossen ist? Darauf gibt es nur eine Antwort.
Es sind die Maßregeln der Sicherung, Besserung und Heilung. Bis zur Genesung muss Schaden für alle verhindert werden. Für diese Prinzipien stehen wir ein. In Hessen tun wir genau das. Patienten in Einrichtungen des Maßregelverzugs erhalten in Hessen die bestmögliche Behandlung nach höchsten Standards. Zwei Ziele haben dabei oberste Priorität. Erstens die Heilung des Patienten, zweitens die Unterbringung so lange wie notwendig, aber so kurz wie möglich zu gestalten. Und wir erfüllen unsere Pflicht auf hervorragende Art und Weise, vorbildlich, wie Sie gleich erkennen werden. Der Erfolg lässt sich an zwei Zahlen messen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die erste Zahl lautet 2.368, die zweite Zahl lautet 7,63. Es sind nämlich 2.368 Tage, die im Schnitt die Unterbringung im Maßregelvollzug in Hessen beträgt. Das sind 589 Tage, sprich gut 2,5 Jahre weniger als der bundesweite Durchschnitt. 1,5 Jahre weniger als der bundesweite Durchschnitt. Ich wiederhole es. Die zweite Zahl, 7,63 Patienten pro 100.000 Einwohner sind in Hessen in Maßregelvollzugsanstalten untergebracht. Das sind 2,7 Personen pro 100.000 Einwohner weniger als bundesweit. Auch das eine äußerst bemerkenswerte Zahl. Das sind die Zahlen unseres Erfolges in Hessen, meine Damen und Herren. Wir sind erfolgreich darin, Sicherheit für Betroffene und für ihre Mitmenschen zu gewährleisten. Wir sind erfolgreich darin, hervorragende Rahmenbedingungen für Therapie und Heilung zu schaffen. Wir sind erfolgreich darin, betroffene Menschen zu behandeln und sie danach in reguläre Einrichtungen der Eingliederungshilfe zu entlassen. Und wir sind darin erfolgreicher als der bundesweite Schnitt. Auf diesen Lorbeeren allerdings sollten wir uns nicht ausruhen. Mit der Überarbeitung des Hessischen Maßregelvollzugsgesetzes im vergangenen Jahr haben wir die Bedingungen noch weiter verbessert. Erstens haben wir die Besuchskommission eingerichtet. Zweitens haben wir auch mit der Einführung von Patientenfürsprechern die Patientenrechte gestärkt. Drittens haben wir die Fachaufsicht gestärkt und das Geschehen transparent gemacht. Transparenz ist hier ein Schlüsselbegriff. Meine Damen und Herren, es gibt eine geradezu historische öffentliche Debatte um die Unterbringungsdauer, die Freiwilligkeit der Behandlung und die Feststellung der Schuldunfähigkeit. Oft wird der Fall Mollat angesprochen. Die traurige Wahrheit ist, es gab in der Geschichte der Medizin und der Rechtsprechung immer wieder Irrtümer und Fehler. Wir haben alles getan, damit so etwas in Hessen nicht passiert. Wir sind verpflichtet, jeden Tag daran zu arbeiten, dass niemand in Hessen zu Unrecht in den Maßregelvollzug eingewiesen wird oder in irgendeiner Weise zu Unrecht verurteilt wird. Menschen, die Schutz und Hilfe brauchen, müssen diese bekommen. Diese von mir beschriebene vorbildliche Arbeit muss fortgeführt werden. Und ich begrüße es ausdrücklich, dass die bestehenden Regelungen gesprochen, diskutiert und auch hinterfragt werden. Aber, meine Damen und Herren, ich muss ausdrücklich davor warnen, mit dem bestehenden System experimentieren zu wollen. Wo die Zahlen unseren hervorragenden Erfolg belegen, darf nichts leichtfertig verworfen werden. Wir dürfen mit der Sicherheit und dem Wohl unserer Bürger nicht leichtfertig umgehen. Ich will zusammenfassend feststellen, das aktuelle Recht gibt uns die besten Mittel an die Hand, um diejenigen zu sanktionieren, die gegen Gesetze verstoßen, um diejenigen zu schützen, die Schutz brauchen, diejenigen zu behandeln, die der Behandlung bedürfen. Unser Maßregelvollzug arbeitet transparent,
patientenorientiert und nach höchsten Standards. Wir arbeiten gemeinsam daran, diese hohen Standards, die Transparenz und diese Gerechtigkeit zu erhalten und weiterzuentwickeln. Dafür stehen wir, meine Damen und Herren, dafür steht die CDU und dafür steht auch Hessen. Danke schön. Nächster Redner, Herr Abg. Rentsch für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin Frau Klaff-Isselmann dankbar, dass sie in sehr sachlicher Art auf das geantwortet hat, was ja hier als Vorwurf im Raum steht. Und, Frau Kollegin Schott, mal neben der Tatsache, dass ich schon finde, wenn man Kollegen beschimpft wie Kollegen Bocklet gerade, und ich sage mal ganz offen, weil ich ja den Dialog mitbekommen habe, es ging schon um das Thema. Ich weiß nicht, ob Sie so viele Ohren haben, dass Sie genau wissen, wie wir das Thema besprechen, aber das stelle ich mal anheim. Das, was ich nicht akzeptiere, ist, dass Sie hier mit einer Diktion in die Debatte gehen, wo Sie allen, die in diesem Bereich beteiligt sind, sowohl in der politischen Debatte als auch die fachlich Zuständigen in den Einrichtungen, von den Gutachtern über die Gerichte bis hin zur Forensik, dass Sie denen unterstellen, quasi, dass Sie nicht nach den Leitlinien arbeiten, die Sie hier gerade verkündet haben. Und dieses tiefe Misstrauen drückt sich auch in den Fragen aus, die Sie in Ihrem Fragenkatalog abarbeiten. Und das ist im Vergleich zu dem, meine Damen und Herren, das ist im Vergleich zu dem, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, bei vielen Besuchen in den Einrichtungen, die Sie hier beschreiben, ich finde nicht in Ordnung, und ich finde, das gehört sich auch nicht, aber das muss jeder für sich selbst beurteilen. Sie haben recht, das will ich nicht bestreiten, und da bin ich bei Ihnen, dass wir über einen mehr als sensiblen Bereich reden, wo auf der einen Seite Freiheitsentzug, und das ist einer der massivsten Grundrechtseingriffe, die der Staat machen kann, und auf der anderen Seite wir eben über die Frage reden, dass viele dieser psychisch kranken Straftäter, über die wir in der Regel reden, eben auch gerade bei der Frage der Zukunftsprognose eben nicht so einfach zu prognostizieren sind, wie wir es im normalen Strafvollzug haben. Und es eben auch um die Frage geht, ob diese Menschen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellen. Und wenn man die Straftaten sieht, über die wir reden, geht es ja meistens um Sachen, wo wir, glaube ich, alle gemeinsam sagen, dass es mehr als sensibel ist, eben auch gegenüber den Opfern, über die wir hier reden. Die sind mir gerade etwas zu kurz gekommen, weil die natürlich auch ein wesentlicher Teil der Debatte sind. Und deshalb, ja, ich bin an der Stelle bei Ihnen, auch nach dem Fall Molat, dass man sehr genau hinschauen muss, was der Staat dort macht, was wir in den Einrichtungen machen. Ich sage aber auch, dass das, was gerade die Kollegin vor mir gesagt hat, aber auch das, was ich seitens der Landesregierung in den letzten Jahren dort mitbekommen habe, dass ich eigentlich kaum Fälle kenne, wo ich sagen muss, dass da grob rechtswidrig nicht sorgfältig gearbeitet wird. Und auch mal für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist ja nun keine leichte Aufgabe, die hier gemacht wird, das sind schwere Fälle. Und ich sage auch mal in diese Richtung, ich habe da bisher eher ein gutes Gefühl gehabt. Die ganze Anfrage ist deshalb aus unserer Sicht eine wirklich große Misstrauenserklärung, ich finde, an Einrichtungen, an die Gerichte, an die Gutachter. Und jetzt haben Sie einen speziellen Bereich herausgegriffen, der sich mit den Gutachten beschäftigt, nach dem Motto, müssen Gerichte immer die gleichen Gutachter bestellen. Meine Damen und Herren, ich bin froh, dass das in dem Ermessen der Gerichte liegt, wie sie dort hantieren. Wenn wir dort noch Vorgaben machen würden, würde es mit Sicherheit nicht besser werden. Und deshalb glaube ich, auch an dieser Stelle liegen Sie nicht richtig. Wir sind uns einig, meine Damen und Herren, dass wir, und ich glaube, das ist etwas, was uns hier eint, so wenig Grundrechtseingriffe wie möglich haben wollen, aber auch so viel Sicherheit wie möglich. Diese beiden Werte zusammenzubringen, das ist der Spagat, um den wir reden. Wir freuen uns über den Gesetzentwurf für ein sinnvolles PsychKG, genauso wie die Frage des Maßregelvollzugsgesetzes. Das sind ja genau die Gesetze, wo dann diese Fragen geregelt werden. Und deshalb sage ich neben der Tatsache, dass viele der Fragen sich für mich nicht ganz erschlossen haben, aber vielleicht kann das Ministerium da noch Licht ins Dunkel bringen, glaube ich, meine Damen und Herren, dass das Misstrauen, was Frau Schott hier geäußert hat, ich sage es mal positiv, vielleicht ein Grund ist, immer genau hinzuschauen. Aber dass es aus meiner Sicht wenig Grund gibt, an dieser Frage ein solches grundsätzliches Misstrauen an den Tag zu legen, ich glaube, das geht deutlich über das Ziel hinaus. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Bocklet, Fraktion Die Grünen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Die mangelhafte Aufmerksamkeit während Ihres Redebeitrags, Frau Schott, war auch der Tatsache geschuldet, dass wir Schwierigkeiten hatten, in der Tat zu verstehen. Darüber haben wir versucht, uns selbst aufzuklären, in welche Stoßrichtung eigentlich der komplette Redebeitrag ging. Ich habe jetzt eine Pressemitteilung der LINKEN gefunden. Da hat es mir leichter gemacht, zu verstehen, worum es Ihnen geht, weil da in zwei Blöcken es zusammengefasst wurde. Im Kern sagt er aus, dass Sie der Meinung sind, dass im Maßregelvollzug nicht genug kontrolliert wird, weil viele Fragen, die Sie gestellt haben, nicht beantwortet sind. Ich fasse das einmal so zusammen. Das ging so über 10 Minuten, und wir verloren in der Tat die Verständnisfähigkeit. Wenn das Ihr Problem ist, will ich noch einmal sagen, wir haben, die Frau Klaff-Isselmann hat eigentlich alles Wesentliche gesagt, und ich bin mir sicher, der zuständige Minister wird auch noch die eine oder andere Frage weiterklären können. Wir haben tatsächlich vor einem Jahr ausführlich die bürgerrechtliche Problematik des Maßregelvollzugs diskutiert. Wir haben lange darüber diskutiert. Wir wissen, dass Sie eine andere Auffassung darüber haben, wie Sie tatsächlich mit dieser Zielgruppe umgehen. Sie selbst haben auch Aktionen organisiert, die immer wieder unterstellen, dass da Menschen zu Unrecht weggesperrt werden, Zwangsmedikamenten unterzogen werden und vieles andere mehr. Das ist in der Tat von Einzelfällen, die vorkommen. Deswegen stellen Sie ein System aber trotzdem nicht infrage. Sehen Sie, ich war schon einmal im Krankenhaus und habe auch schon einmal eine unglückliche Knieoperation gehabt. Ich musste noch einmal wiederholt werden, meine Knieoperation. Ich würde dem Krankenhaus trotzdem nicht unterstellen, dass Sie mir mit Absicht mein Knie falsch operiert haben. Und deswegen ist es genauso da. Wir wissen, wir haben es da mit einer Zielgruppe zu tun von Menschen, die psychisch krank sind, die eine Straftat begangen haben. Und da haben wir klugerweise ein neues Maßregelvollzugsgesetz gemacht, in dem wir klare, transparente Schritte mit klaren Rechten und Pflichten, Dokumentation, Besuchskommission abgesprochen haben. Die Frau Klaff-Isselmann hat das ausführlich dargelegt. Insofern erschließt sich mir überhaupt nicht diese Kritik, wenn Sie der Meinung sind, irgendetwas besser machen zu wollen, dann legen Sie einen Antrag vor, und dann reden wir da noch einmal darüber, ob da noch etwas nachzubessern ist. Aber nur sozusagen mal ein bisschen eine Mischmasch, da ist mal was passiert, und Medikamente finden wir auch blöd, und außerdem hat die UN mal was gesagt, und alles im Übrigen bin ich jetzt mal sauer. So können wir hier irgendwie auch nicht mit dem Maßregelvollzug umgehen, das ist irgendwie nur suboptimal. Und deswegen bitte ich Sie an allen Ernstes, legen Sie mal einen parlamentarischen Vorgang vor, in dem Sie Verbesserungsvorschläge machen und sagen, was Sie eigentlich an dem Maßregelvollzugsgesetz anders haben wollen oder wo Sie die Kontrollinstanzen gezielt auffordern, dieses oder jenes zu tun. Aber ansonsten mal so ein bisschen Schlechtwetterrede zu halten, irgendwie gefällt mir alles nicht, und ich war schon immer dagegen. So können wir mit dem Thema auch nicht umgehen. Danke schön. Zu einer Kurzintervention hat das Wort Frau Kollegin Schott. Herr Bocklet, Sie haben hier eben ernsthaft das, was die UN gesagt hat, nämlich sie spricht im Zusammenhang mit geltendem deutschen Recht von Folter, als was die UN mal so ein bisschen daherredet, gesprochen, wortwörtlich. Ich finde das eine Missachtung von dem, was die UN hier feststellt. Das ist schon beeindruckend. Und ich glaube auch, dass man das noch einmal veröffentlichen muss, wie Sie darüber denken. Sie haben gesagt, es soll schon einmal vorgekommen sein, dass jemand gegen seinen Willen medikamentiert wird. Menschen werden gesetzlich legitimiert in diesem Land in Einrichtungen zwangsmedikamentiert. Und es gibt Ärzte, die in diesem Land hier behaupten, wenn das nicht geschehen würde, würden ihre Krankheiten schlimmer. Ärzte, die in diesem Land viel Einfluss haben. Und es gibt weltweit Ärzte, die sagen, das ist Unfug und das Gegenteil ist richtig. Es gibt in diesem Land, und wir hatten eine Anhörung dazu, die Möglichkeit, Menschen in ihren Betten zu fixieren. Und ich habe dann nachgefragt, wie lange, weil ich dachte, das geht über Stunden, um sie mal zu beruhigen. Nein, das geht über viele, viele Tage bis zu Wochen. Stellen Sie sich bitte einen Moment vor, Sie wären aufgebracht und würden dann wochenlang an einem Bett festgebunden. Ob Sie davon gesünder würden, wage ich zu bezweifeln. Herr Bocklet zur Antwort. Herr Präsident, Frau Schott, es wird nicht besser. Es wird einfach nicht besser.
Natürlich hat die UN, natürlich gab es unterschiedliche Studien und Berichte und Aufforderungen auch an Deutschland. Aber wir haben das doch im Zuge des Maßregelvollzugsgesetzes. Wir werden es jetzt beim PsychKG noch einmal diskutieren. Es gibt dort auch Urteile des Bundesverfassungsgerichts, und es gibt auch schon andere Bundesländer, die deswegen verklagt worden sind und die deshalb aber Recht bekommen haben. Also, das ist Thema 1. Sie hören Folter, also wird bei uns gefoltert, weil die UN das den Deutschen irgendwann einmal attestiert hat. So, dieser Vorgang, das allen Maßregelvollzugsanstalten, diesen vier, die wir in Hessen haben, zu unterstellen, finde ich mit Verlaub riskant. So, und die zweite Frage, die Sie sagen, gibt es Medikamente? Ja, wenn Sie psychisch Kranke haben, das haben wir auch festgelegt im Gesetz, was machen Sie eigentlich? Wärmen Sie die Debatte des Gesetzes noch einmal neu auf? Ist das Ihr Ziel? Dann legen Sie doch einen Antrag vor und sagen, Sie sollen das Maßregelvollzuggesetz auflösen. Zeigen Sie doch dann Ihre Alternativen. Wir haben das doch ein Jahr lang diskutiert, in drei Lesungen, und alles war doch ausführlich hin und her gewogen worden. Wir werden bei psychischer Erkrankung in der Tat auch zu Zwangsmaßnahmen, die haben wir gesetzlich ermöglicht, wir haben sie gesetzlich klar und transparent geregelt, wir haben Rechtssicherheit geschaffen, und alles, was ich sage, ist, sowohl der Foltervorwurf wie der Missbrauchsvorwurf, der ist entkräftet, weil wir ein gutes Gesetz gemacht haben, der auch tatsächlich vor jedem Verfassungsgericht Bestand haben will. Ich habe aber nur selbstkritisch genug gesagt, Sie werden überall, wo mehrere hundert Menschen in Hessen oder Tausende in Deutschland, wo es zu Unterbringungen kommt, wird es auch zu Fehlern kommen. Ich wäre der Letzte, der das schönreden will. Natürlich, keiner will das. Und deswegen haben wir gerade diese klaren, transparenten Regeln eingeführt. Kontrollkommission, Besuchskommission, Dokumentationspflichten, vieles andere mehr. Wenn Sie noch weitere kluge Vorschläge haben, eine Andeutung dessen, außer irgendwie mal so da rumzustochern, mir gefällt das Foltern nicht, Medikamente mag ich auch nicht, und die UN hat es auch gesagt, dann machen Sie doch mal konstruktive Vorschläge, wie es besser geht. Wir haben das als Regierungsfraktion ein hinreichend gutes Gesetz vorgelegt, der alle Eventualitäten abklappert, mit den Experten haben wir es diskutiert und kamen zum Schluss, wir haben eine gute Gesetzeslage, und wir werden sorgsam und aufmerksam mit dem Thema weiterhin umgehen. Danke. Das Wort hat Frau Dr. Sommer für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lieber Herr Bocklet, ich frage mich wirklich, ob Sie die Große Anfrage gelesen haben. Ich hoffe es doch sehr. Nachdem wir uns gestern zum PsychKG ausgetauscht haben, sprechen wir heute noch einmal über die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Wir haben schon gehört, das funktioniert nach dem § 63 Strafgesetzbuch. Da wird Folgendes festgehalten, nämlich dass jemand, der eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hat, dort wird dann die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet, wenn jener für die Allgemeinheit gefährlich ist. Und Herr Rentsch hat es ja schon erwähnt. Es ist natürlich wichtig zu schauen, wie sind die Menschen, was haben die gemacht, müssen die verbleiben in so einer Einrichtung oder können sie resozialisiert werden. Und Ziel auch beim Maßregelvollzug ist die Entlassung. Voraussetzung ist hierfür, dass anzunehmen ist, dass von der betreffenden Person dann natürlich keine Gefahr bzw. keine Strafrückfälligkeit mehr ausgeht. In der Behandlung sind alle Maßnahmen genau auf dieses Ziel, nämlich die Entlassung, ausgerichtet. Das natürlich mit therapeutischen Maßnahmen. Und wir haben eben die Debatte verfolgt. Ob mit oder ohne Medikamenten, das liegt immer an dem individuellen Hilfebedarf der psychisch Kranken. Das ist wichtig, um ihre psychische und physische Integrität zu wahren und schließlich eine Resozialisierung zu erreichen, meine Damen und Herren. Dies heißt aber nicht, das eine zu machen und das andere zu lassen. Wir hatten ja schon das Gesetz zum Maßregelvollzug, und es geht immer um die Sicherheit erstmal der Mitarbeiter und Mitarbeiter. Es geht aber auch um die Individualität der Patientinnen und Patienten und einer angemessenen Verhältnismäßigkeit. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz sollte immer gelten und das hinreichende Abwägen der Interessen, meine Damen und Herren. Nun aber zur Großen Anfrage. Frau Schott hat es schon gesagt. Die Beantwortung der Großen Anfrage weist erhebliche Lücken auf. 25 der 75 Fragen werden gemeinsam und knapp beantwortet.
Bei 16 Fragen gibt es gar keine Antwort mit der Begründung, die Antwort dieser Fragen war wegen nicht vertretbarem Aufwand nicht realisierbar. Es würden keine Übersichten, keine Statistiken vorliegen. Die Landesregierung verfüge über keine entsprechenden Kenntnisse. Bei 5 weiteren Fragen wird mitgeteilt, auch, dass keine Kenntnisse vorliegen. Bei 12 weiteren Fragen gibt es zumindest Einsatzantworten, die wenig Informationsgehalt beinhalten. Viele Fragen werden eben gar nicht oder unzureichend beantwortet. Nehmen wir jetzt einmal die 75 Fragen, von denen 16 Fragen nicht beantwortet werden, ergibt das notendurchschnittlich, wenn man es ausrechnen würde, eine 2. Werden aber die gemeinsam beantworteten Fragen, also 25, zusammengeführt, dann sind von den 75 quasi nur noch 50 übrig. Wenn ich davon dann den Notendurchschnitt nicht ausrechne, sind wir schon bei einer 3-. Nehmen wir jetzt noch die Einwortsätze dazu, sind wir bei einer 5. Und eine 5, meine Damen und Herren, bedeutet mangelhaft für uns und hoffentlich auch für Sie ist das nicht zufriedenstellend, meine Damen und Herren. Gerade zu den Fragen der Zwangsmedikation werden keine Antworten mitgeteilt. Dies wäre aber wichtig gewesen. In Frage 1 heißt es z.B., in wie vielen Fällen wurden Untergebrachte nach § 63 zwangsweise mit Medikamenten behandelt? Welche Medikamente wurden verabreicht? Wie lange dauerte die Zwangsmedikation? Auch liegen hierzu der Landesregierung scheinbar keine entsprechenden Ergebnisse vor. So heißt es jedenfalls in der Antwort. Gerade nach Verabschiedung des Maßregelvollzugsgesetzes wäre es aber wichtig, solche Statistiken einzuführen. Denn schließlich werden Zwangsmedikationen dokumentiert. Statistiken wären wichtig, um tatsächlich gewährleisten zu können, dass die Zwangsmedikationen uneingeschränkt das letzte Mittel der Wahl sind und bleiben, meine Damen und Herren. Der Vollzug der freiheitsentziehenden Maßnahmen der Besserung und Sicherung bewegt sich in einem komplexen und sensiblen Spannungsfeld von rechtlichen wie medizinisch-therapeutischen Anforderungen. Aus diesen Forderungen und deren gesetzeskonformer Umsetzung unter besonderer Berücksichtigung des Grundsatzes Verhältnismäßigkeit erschließt sich die Notwendigkeit einer Dokumentationspflicht aller patientenbezogenen Maßnahmen. Ebenso rücken verstärkt Fragen zur Qualität, zur Effektivität und Effizienz des Systems Maßregelvollzug in den Vordergrund, die nur auf Grundlage eben einer solchen entsprechenden Dokumentation beantwortet werden können. Diese Dokumentation aber scheint der Landesregierung in Hessen nicht bekannt zu sein. Das ist bedauerlich. Andere Landesregierungen haben hierauf schon längst reagiert. Ich möchte nur ein Bundesland herausgreifen, nämlich Sachsen. Das sächsische Staatsministerium für Soziales hat in 2000 mit der Projektstelle Entwicklung und Umsetzung eines standardisierten, patientenbezogenen, elektronisch unterstützten Dokumentations- und Kommunikationssystems für den Maßregelvollzug die Fragen zur Qualität, Effektivität und zur Effizienz vom Maßregelvollzug aufgegriffen, um eben eine gute und angemessene Dokumentation gewährleisten zu können. Denn Dokumentation trägt schließlich auch zur Qualitätssicherung bei, meine Damen und Herren. Und man kann daraus auch Handlungsempfehlungen ableiten. Ich würde mir auch in Hessen mehr Informationen bzw. Statistiken wünschen, denn das würde das erst kürzliche novellierte Maßregelvollzugsgesetz und seine Umsetzung in die Praxis noch transparenter machen und die Rahmenbedingungen zum einen für die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Stärkung der Rechtsstellung psychisch kranker oder behinderter Personen besser operationalisieren. Transparenz ist wichtig. Ich möchte noch einmal an einer Flug übers Kuckucksnest in Erinnerung bringen und für die Orientierung am individuellen Hilfebedarf der psychisch Kranken appellieren. Transparenz hilft nämlich auch, zu zeigen, welche Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden
und hilft zudem, Vorurteile zu solchen Missbrauchsvorwürfen zu negieren, meine Damen und Herren. Und unbestritten, Frau Klaff-Isselmann, die mir gerade gar nicht zuhört, die Einrichtung Arbeitentransparenz, denn Sie dokumentieren ja. Aber da habe ich die Frage an den Minister. Wenn die Transparenz doch gegeben ist durch die Dokumentation, warum bekommen wir dann keine Antworten in so einer Anfrage? Da die Beantwortung der Fragen nicht sehr ergiebig ist, möchte ich lediglich noch einmal auf den Fragenkomplex der Verweildauer unter Punkt 4 eingehen. Die Verweildauer der Untergebrachten zeigt ein differenziertes Bild. Zwischen 2 und 4 Jahren unterlaufen die meisten Fälle einer Behandlung. Es gibt aber auch Patienten, deren Behandlung 5 bis 10, 10 oder auch über 20 Jahre dauern. Die Beantwortung der Großen Anfrage gibt leider keinen Ausschluss darüber, wie erfolgreich die Behandlung im Maßregelvollzug tatsächlich ist und wie die Resozialisierung gelingt oder ob Rückfälle zu verzeichnen sind. Dies zu eruieren, fände ich aber einmal sehr spannend, um gerade Maßnahmen für die Zeit nach der Unterbringung zu bewerten und gegebenenfalls den Bedarfen anzupassen. Ich empfehle sehr die Dissertation von Herrn Hartl. Er hat Menschen, die von der stationären in eine ambulante Betreuung überführt wurden, begleitet. Er zeigt auf, dass die Situation von ehemaligen § 63-Patienten sehr von Unterstützungsmaßnahmen geprägt ist. Das Rückfallrisiko für alle Straftaten liegt in seiner vorgelegten Studie zwischen 6,3 und 12,4 %, was sehr genau den Ergebnissen entspricht, die auch Bezel 2008 veröffentlichte. Jehle et al. Berichtet 2003 im Vergleich dazu bei § 63-Patienten 18,4 % Rückfällige nach einem 4-jährigen Beobachtungszeitraum. Das offenbart, wie wichtig auch nach der Entlassung aus dem psychiatrischen Krankenhaus die Begleitung, Betreuung und die Hilfen, also ein gutes psychiatrisches Netzwerk, ist. Und ich hoffe, dieses werden wir in Hessen unter anderem auch durch das PsychKG optimieren können. Für die § 63-Probanden ergeben sich 2 Variablen prädiktive Zusammenhänge. Wenn die Straftaten ausgewertet werden, die über den Gesamtzeitraum im Bundeszentralregister zu jedem entlassenen Patienten vorgemerkt sind, erweisen sich zum einen die Weisung, an einer ambulanten Nachsorgemaßnahme teilzunehmen oder die Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung als positiv prädiktiv. Meine Damen und Herren, es gibt das Bundeszentralregister. Dort sind solche Daten verzeichnet. Und regionalisierte Daten könnten uns in Hessen helfen, psychisch kranke Menschen noch besser zu helfen. Es gibt die Dokumentation. Diese kann man nutzen, wenn man nur will. Mehr Transparenz, Daten und Optimierung, wenn benötigt, das wünsche ich mir. Herzlichen Dank. Das Wort hat Herr Staatsminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Maßregelvollzuggesetz ist im letzten Jahr novelliert worden. Es war ein gutes Gesetz. Es ist durch die Novellierung noch besser geworden. Viele Fragen, die eben angesprochen worden sind, sind durch die Antworten auf die Große Anfrage gegeben. Warum das Maßregelvollzugsgesetz ein besonders gutes Gesetz ist, können Sie meiner Rede, die ich zu Protokoll gebe, entnehmen. Das Wort hat Herr Abg. Rentsch. Bitte schön. Nachher. Ach, du bist dann. Okay, dann ist die Aussprache beendet, wenn keiner mehr will. Und ich stelle fest, dass die Große Anfrage damit besprochen ist. Vielen Dank.